Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir sind noch am Reorganisieren. Scheiße, wo kriegt man hier denn einfache Leute her? Und töten. Einfache Leute, zum Beispiel im Brummbrummtempel. Ja, da muss ich. Ich wollte einfach in die Stadt laufen, weil die sind zu stark für mich. Ja, ich gehe auch so ein bisschen in die Stadt und werde da ein bisschen auch. Gold farmen? Ja, genau. Ich werde da einfach ein bisschen die Blumen durchgehen. Da ich Kletterstiefel habe, ziehe ich Kletterstiefel ab. Und ansonsten Reliquienjägerklamotten. Ich gehe jetzt hier wirklich. Die Rittersporn ist ja nackt. Ja, dem habe ich seine Klamotten. Achso, der Kartenraum ist ja auf der anderen Seite. Ich überlege gerade, wo der Brummbrumm-Tempel war, aber werde ich schon finden, wenn nicht. Bin ich irgendwo anders und wird irgendwas anderes gekillt. Ja, dann muss ja, aber hier gewesen sein. Da hinten. Beim Schlundloch ist der. Ja, jetzt weiß ich dann nicht mehr, wo der Schlundloch war. Hinten war der auch irgendwo. Ein Begleiter? Ich hab doch einen Begleiter. Das sieht gut aus. Wird schon passen. Ich bin auch jetzt mal ein bisschen wählerischer mit dem, was ich mitnehme. Es geht mir nämlich tatsächlich um Gold und Silber. Wie hieß denn der Brummbrumm-Tempel normal? Die Arena? Der Ort der Beschwörung. Der Ort der Beschwörung? Du musst einfach nach Süden gehen. Ah, ja, das rote Auge war es, stimmt. Ich muss doch erstmal hier wieder. Wird es auch noch dunkel. Ja, ich finde das auch ziemlich uncool. Wir hätten noch warten sollen mit der Aufnahme. Es ist aber auch immer das Gleiche. Ne? Ja, wir haben immer Pech. Ja, wenn wir aufnehmen, fängt die Nacht an. Voll doof. Ich meine, ich bin hier in der Stadt. Hier ist es halbwegs hell wenigstens. Renn dich weg, du feige Sau. Ah, genau, kämpf mit uns. Mit mir, meine ich. Aua, sind ja stark. Genau, Fischfallen habe ich gebraucht. Ach, das haben wir sich nicht gerade. Ist einfach lustig. Alles nicht so läuft, wie wir es wollen, oder? Nee, ich mag den Hammer einfach so sehr. Der eine, ich habe ihn ungenietet, der wollte aufstehen, dann habe ich ihn erstmal mit dem Hammer oben drauf gehauen. Da war der tot. Ich würde sagen, Spencer schon hau den Lukas. So ungefähr, ja. Aua, du tust mir weh, wo bist du denn überhaupt? Ich sehe dich nicht. Das ist voll unfair. Oh. Aua, jetzt habe ich mir was gebrochen. Oh, ihr seid voll getarnt im Dunkeln, ihr Schweine. Weil ich verwundet bin, wird es ein bisschen dunkler. So. Dann machen wir es so. Verschwende ich leider die gute Waffe an euch. Ey, du Pfosten. Oh, jetzt noch mehr.
Nee, hörst du auf mich zu schlagen? Ja! Na, vielleicht ist dann die Liste dann doch die Anzahl, wo wir da laufen. Es waren zwar nicht so viele Truppen, die wir da gefunden haben, aber in denen wir auf jeden Fall Gold haben. Und hier ist das ja echt so. Oh nee, meine Kopfbandmaske war auch bei meinen Klamotten in einer namenlosen Stadt. Was für eine Maske? Eine Tauchermaske. Ja, die habe ich ja nie gehabt, glaube ich. Ja. Och, was? Dann ist sie auch weg. Na gut, aber es ging ja eigentlich auch so ganz gut. Herzenstand, den nehme ich mit. Nein! Doch. Ich nehme das heute Messer, ich brauche Herzen, Junge. Oh, sag, du bist jetzt ernsthaft da und hast das falsch... Achso, ich dachte... Nee, ich hab's mit, aber ich habe das falsche ausgewählt. Alter. Ich hab's aber dabei. Auswählen ist ja jetzt eine Sache, aber wenn du jetzt das falsche mitgenommen hättest, das wäre aber echt blöd. Nee, habe ich dabei, das ist alles, alles schön. Brauchst du noch ein paar Arme? Ich? Gab's hier ein paar gute Truhen? Kannst ja mal reinschauen. Also es gibt da Truhen. Aber ich weiß nicht mehr aus dem Kopf, was da drin war. Ich finde auf jeden Fall kein Gold. Eine Goldader oder so haben wir nie gefunden, ne? Nee, Gold findest du nur in Truhen. Silber ist ja nicht das Problem. Silber haben wir bei uns in der Nähe, in der Mine. Ach ja, hier war ja auch noch ein Dungeon. Unter der Bar, wo Conan drin ist. Stimmt, da haben wir uns nicht reingetraut, weil wir damals zu schlecht waren. No. Kannst du das mal, kannst du das mal notieren? Das vergessen wir doch wieder nur. Absolut. Das können wir echt mal machen. So, machen wir Licht weg da. Hammer rausholen. Nicht den Hammer, den Hammer hier. Und jetzt, wollen da Fari-Köpfe. Ey, der Scheißer, kommt her. So, ich habe jetzt einfach Conan Taverne Dungeon notiert. Damit wisst ihr ja, was gemeint ist. Wird schon wieder dunkel hier. Echt? Hier geht gerade die Sonne erst hoch. Tarzan ist hier! Ich brauche eine andere Waffe! Die ficken mich! Von vorne oder von hinten? Das sah gerade pervers aus. Fünf gegen einen ist einfach unfair. Eine Goldsuche ist irgendwie eher so halb erfolgreich. I will feast upon you! Das wäre doch besser, noch mal eine Rüstung zu machen. Aua, wer schießt denn da noch? Oh, die stecken doch immer versteckt hier in den Gebüschen, ja. Ach ja, ich brauche ein bisschen Gebüsche. Das ist eine Pflanzenfaser, fällt mir gerade ein. Schlepper ist wieder zu Hause, das ist gut. Ich gehe dann jetzt nämlich einfach an die Küste. Hier ist irgendwie die Ausbeute so schlecht. Wir brauchen Gold, Gold, Gold. Einfach etwas Gold. Nur ein unappetitlicher Fisch. Ich will unappetitliche Fische. Ich will Öl. Ich will Öl. Gib mir Öl. Yeah!
ein bisschen rummetzeln macht mal echt wieder Spaß. Das glaube ich dir. Ich muss nur aufpassen, hier gab es auch irgendwelche Riesenfrauen. Die waren sau stark. Damals zumindest. Boah, 47 Arme schleppe ich mir rum. Wieso denn? Weil ich es kann. Ach, bevor ich da irgendwie in den Dings sollte, sollte ich irgendwie mein Zeug wiederholen. Ja, dann ist das Rittersporn hier irgendwo nackelig rumstehen. Ich glaube, der stand da bei dir irgendwo. Ach, da. Tja, jetzt sind doch die Zacken weg, oder habe ich die einfach lassen? Oh, da ist sie ja. Oh, die hätte ich so mal gern versklavt, aber leider geht das ja nicht. Kannst du schon, aber dann sieht man nichts. Eine 2 Meter Riesenfrau. Wer will sowas nicht haben? Nein, da war Asche dabei. So, Rittersporn. Wir holen meine Sachen zurück. Oder Pulver der Verderbnis. Das kann man ja mal mitnehmen, oder? Ja, mach Wir haben jetzt gleich erstmal, also ich habe gerade noch mal 139 Goldstaub alchemistische Grundsubstanz aufgegeben. Also da sieht es wirklich ganz gut aus, weil du so schön Gold geportet. Ja, das war mein Schatz. Mein Schatz! Ja, und der hilft uns ja jetzt auch gerade ganz viel. Gegrillte Steak. Ich habe dich gerade angezogen. Wir gehen jetzt meine Sachen holen. Oh. Rittersporn traue ich da irgendwie mehr zu als Schlepper. Ja, Schlepper würde ich das auch nicht zutrauen. Muss ich jetzt erstmal so ein bisschen gucken, wo das dass ich gestorben bin. Alter! Wo war ich denn hier? Nee, Arsch! Aua, lass mich in Ruhe! Geht weg. Ich will nur mein Zeug wiederholen. Ich glaube, das war hier lang. Mein Rittersporn, der ist ein starker junger Typ, der kriegt das auch ohne mich hin. Ja, also die Truhen hier sind echt nicht gut. Ich habe ja gehofft, noch ein bisschen Gold zu bekommen oder so ein Scheiß, aber hier ist einfach. Ja, nicht. Das war auch mein Gedanke. Aber oh, schön mal hier zu sein. Ich habe auf jeden Fall Herzen mitgenommen. Ey, meine Todesstelle ist nicht mehr angezeigt. Fuck, ey. Ja, nach einer Zeit X wird die weggenommen. Scheiße. Hatte ich dir aber letztes Mal bei mir schon gesagt. Aber meine Leiche ist ja auch weg.
Mein ganzer toller Loot. So, jetzt muss ich erstmal wieder Ewigkeit nach Hause laufen. Ich meine, ich könnte jetzt einfach mich kurz auf meinen Bildschirm wieder gehen und gucken, wo ich gestorben bin, ne? Also ich hoffe, die Sachen sind noch da und mir wird nur einfach meine Leiche nicht mehr angezeigt. Weil der Bogen ist ja noch nicht mal das größte Problem. Aber das Schwert und meine Klamotten. Ja, das ärgert mich ja bei mir auch, dass die makellosen Sachen weg sind, ne? Also diese ganz teuren Waffen, die wir vom Schlüpferkönig geliehen bekommen haben. Sind weg. Einfach weg. Hm. Wenn ich jetzt noch genau wüsste, wo ich lang gelaufen bin. Es muss hier irgendwo in der Ecke gewesen sein, aber nicht mehr angesehen. Wir brauchen ja eben ein bisschen Fell und so, ne? Gehen wir nicht auf die 12 hier. Dass man sich das auch nicht merkt, wenn man stirbt. Ja, aber man muss selbst... Man hätte sich ja auch einfach auf der Karte den Punkt nochmal so zusätzlich markieren können. Richtig. Richtig. Frage ist, ob die Leiche liegen bleibt oder Marker verschwindet. Ja, ja, das ist eben der... Hey, Tafari, hi! Zu dir wollte ich zwar nicht, aber wenn du schon mal hier bist... Weil ich habe jetzt auch tatsächlich einfach keine Waffen oder so mit. Leist mir dein Herz? Weil ich dachte, ich finde die Waffen hier. Wo ist die Leiche hin? Uhu, Tafari-Leiche. Das war eine. Auf jeden Fall nicht. Ich bin irgendwo hingelaufen, wo es erhöht war und wo ganz viele Fackeln waren. Weil ich meinte dann noch, das sehe ich wenigstens etwa. Ich glaube, kann sein, dass das da war. Ich glaube, das war da. Oder da? Nee, ich glaube, das war da. Sicher nicht da? Nee, ich glaube da. Nicht da links? Nee, ich glaube nicht. Aber ich weiß es nicht, das ist das Problem. Oder da rechts? Ich glaube da so. Oder da unten. Wie gesagt, und da sind natürlich auch ganz viele Idioten. Die sind immer da. Ach, ich sehe dich, ja, okay. Da bist du. So, Rittersporn, du machst das da unten, ne? Ich glaube an dich. Och ne, nicht hier Steinhaus. Dafür habe ich nicht die Zeit. Hey, geh los. Weiter hüpfen. So, Rittersporn. Bin ich hier nicht irgendwo gestorben? Aua! Ja, hier war auf jeden Fall so ein verkackter Bogenschütze. Das weiß ich noch. Bogenschütze ist nicht unbekannt für mich. Das war irgendwo hier, aber ich sehe hier definitiv keine Leiche von mir. Oh, hier ist aber ein Tagebuch eines Reliquienjägers. Rittersporn, kannst du die nicht mal töten? Die nerven. Ups, war ein bisschen zu tief. Ich bin mir echt sicher, dass das hier war. Das Zeug ist echt weg. So eine verkackte Hurenkacke. Echt alles weg? Also ich finde meine Leiche nicht und ich bin mir sehr sicher, dass die hier war. Die hat man eigentlich immer sehr gut wiedergefunden, ne? Ja. Also, weil ich weiß, dass ich hier halt hochgelaufen bin, weil da irgendwie wenigstens ein bisschen Licht war. Das war der Grund, warum ich hierher gelaufen bin. Und irgendwie da in der Nähe bin ich gestorben. Dem werde ich mich bestimmt nicht anlegen, wenn ich keine Waffen bei mir habe. Ach, du bist da. Okay. Oh, hier ist eine Höhle.
könnte jetzt auch einfach sein. Oh, Vater, da ist was Untotes. Ich hoffe, dass ich es leuchten sehe, aber ich glaube echt, die Sachen sind jetzt schneller weg. Ich glaube wirklich, die sind jetzt weg. Kacke, ey. Das glaube ich auch. Das heißt für mich, dass ich irgendwie nach Hause laufe. Und mir neue Sachen mache. Kacke. Ja, kannst du aber nicht. Weil uns dafür die Ressourcen fehlen. Weil dafür die Ressourcen fehlen. Wir haben ja schon genug kein Öl für mich gehabt. Aua! Ey, ich gehe ja schon. Wenn wir die Aufnahme beendet haben, werde ich auf jeden Fall nochmal die Aufnahme überprüfen und genau gucken, wo ich gestorben bin. Also meine Leiche von letztes Mal ist noch da, aber es liegt auch daran, dass wir die beiden Aufnahmen jetzt direkt hintereinander gemacht haben. Ja, meine Leiche ist eben nicht mehr da. Das ist ja der Gag. Deswegen, ich wollte ja auf der Karte gucken, weil da wurde sie erst noch angezeigt und ich dachte mir, ich gucke nach, wie nah ich bei meiner Leiche bin und ja, jetzt ist sie eben nicht mehr da. Oh, fuck! Siehst du sie? Nein, ich habe gerade auf die Karte geschaut und wurde angegriffen. Ach so. Deswegen, ich hatte ja da auch noch Schlangenpfeile und Heilpfeile und so, das hatte ich da ja alles noch drin. Ich glaube, das ist noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste sind halt mittlerweile echt die Rüstungen. Ah, ein Drache! Na, ich hatte ja noch keine epische Rüstung oder so, ne? Hattest du nicht? Nein. Aber trotzdem, du hast eine epische Nahkampfwaffe gehabt. Ja. Die hatte ich. Ja, und dein Taucherhelm da. Das will ich auch schon. Ja. Der ist ärgerlich, aber irgendwie nicht ganz so dramatisch. Ja, aber wir jetzt hier gerade nicht mehr so viel tauchen. Ja, aber ich hatte ja jetzt den Gedanken, dass ich vielleicht doch nochmal in den Dschungel gehe, um zu tauchen, um Gold zu holen. Ja, dann. Aber das ging, glaube ich, also das bisschen Tauchen, was da war, das ging auch ohne die Tauchermaske ganz gut. Ja, zur Not müssen wir Timos oder Tamos oder wie der hieß, wieder auf den Kopf hauen. Ja, das geht auch. Eine Sandsturmmaske brauche ich dann auch eine neue. Ja, ich habe genug Herzen, das kann ich dir bauen. Gut, dann können wir damit dann nämlich auch hier Dings wieder machen. Schlangenpfeile. Auch Schlangenpfeile kann ich dann wieder machen. Wunderbar. Ich habe ja, wie gesagt, wie viele Herzen habe ich jetzt dabei? War nicht so viele, 11? 31. Okay. Also, ja, könnte man noch mehr sein, ne, aber... Ein paar Schlangenpfeile habe ich auch mit dabei, nicht? Ja, ich habe 70 verloren. Nee, ich hatte vorhin welche mitgebracht, also in der letzten Folge aus der alten Basis. Das waren aber auch nochmal so 100 oder so. Ja, also ich hatte ja 70 mitgenommen, weil ich ja in die namenlose Stadt wollte, um auch so ein bisschen hier Machtfragmente zu holen für Talentpunkte und so. Ich meine, ich habe jetzt meine Talentpunkte zurückgesetzt, von daher ist sowieso egal. Aber da habe ich 76 Schlangenpfeile mitgenommen und die liegen jetzt irgendwo, wo ich nicht... Ja, wie gesagt, die Schlangenpfeile sind nicht das Schlimmste. Ich finde eher die makellosen Waffen und die Rüstungen aktuell wiegen da schwerer. Da hast du recht. Ja gut, Ölgedöns wird ja gerade gemacht. Na, und da müssen wir halt warten, dass die Fischfallen einfach wieder voll werden. Wir haben jetzt, glaube ich, 4 oder 5 habe ich aufgestellt. Es dauert jetzt einfach nur,
Ach, ich bin schon wieder falsch gelaufen. Nee. Klettert einfach nochmal rüber. Kein Bock, gegen so einen Drachen zu kämpfen, was das für ein Vieh sein soll. Nee, hätte ich auch keinen Bock. Aber vielleicht sollte man dann erstmal wieder zusammen rumlaufen, nicht dass wir dann noch weiter krepieren und zu zweit haben wir auch eine deutliche bessere Chance als allein. Da magst du recht haben. Da magst du recht haben, mein Liebster. Also ich wollte jetzt unbedingt erstmal eine Maske wegen Sandstürme wieder haben, damit ich nicht mal tauchen muss, wenn ein Sandsturm kommt. Auf jeden Fall. Weil ja nicht immer Wasser in der Nähe ist. Sehen erlernen. Ich habe ja gesagt, ich lerne jetzt das, was ich lerne, sobald ich es brauche. Bin ich wieder bei meinen Seetkollegen, die haben immer noch nichts, kein Gold reingepackt. Was macht ihr denn den ganzen Tag? Besorgt Gold, ihr Schweine. Jetzt werden eure Schlankköpfe geopfert. Das wäre auch cool, wenn man so eine Stadt bauen könnte, quasi. Aber selbst bauen und dann die Wohnung vermieten, die Häuser. An Handels. Oh, hier sind ja auch noch 35 Öl. Oh, super. Wir finden einfach Öl. Nee, aber so könnte man vielleicht an Gold kommen, weißt du? Ja, oder Sklaven verkaufen. Ja. So, Oberteil habe ich gleich wenigstens auch schon mal wieder. So, dann brauche ich irgendeine Waffe. Brauchst du Gegengift? Keine. Ist das eine ernst gemeinte Frage? Habe ich nicht gesagt, ich wollte da nochmal eine Truhe bauen? Mach mal, ich bin hier voller Gegengift. Oh, hier sind ja auch noch Schlangenpfeile. Aber ein paar Marken habe ich noch. Da brauche ich nur Äste und dann kann ich da schon loslegen. So, ich brauche noch leichte Helmpolsterung. Ja, ich komme gleich wieder. Nee, ist nur schwere Helmpolsterung da. So, jetzt habe ich wenigstens schon mal Unterteil und Oberteil. Brauch keine perfektionierte, gib mir einfach eine leichte. Ey, warte mal. Ja. Wenn ich diesen Typen da wegnehme, warte mal. Kriege ich diesen Typen da raus? Einfach wieder zu. Krass, ich brauche jetzt für eine
Ich kann jetzt trotzdem nur eine perfektionierte, leichte Helmpolsterung bauen. Keine normale. Weil die braucht Katzenfell und mehrlagige Seide. Wie kriege ich jetzt mehrlagige Seide? Die kannst du auch beim Rüstungsmacher herstellen. Ja, und da brauchst du auch wieder chemische Substanzen. Oh. Ich sag doch, ich glaube, wir gehen tauchen. Alter. Die chemischen Substanzen kriegst du nochmal aus was ganz kurz? Öl, ne? Gold. Chemische Grundsubstanz, Gold und Silber. Oh, das ist ja echt. Gold, Silber, Goldstaub, Silberstaub und Grundsekret. Also mal ganz ehrlich, ne? Das ist echt ätzend geworden. Mit dem Rüstungsbauen, das ist richtig ätzend. Also, zum aktuellen Zeitpunkt haben wir über 205 chemische Grundsubstanzen da. Davon jetzt mal abgesehen. So, ich habe Pfeile. Ich habe ein Schwert. Eine Axt hätte ich gerne noch. Oh, wie hieß nochmal diese Kombination von den Äxten? Was für eine Kombination? Diese Kombi-Axt, die Spitzhacke. Spitzhacke, ja. Hab ich ja jetzt auch gefunden. Katzenfell. Scheiße, haben wir echt keinen Katzenfell mehr? Wir hatten noch so viel. Da muss ich echt jetzt in den Dschungel gehen und Katzenfell jagen, ne? Und ich weiß, von Katzenfell hatten wir echt einen Arsch voll, weil, ja, weil wir halt so viele Miezekatzen gekillt haben. Müssen wir wieder Muschis häuten. Ja. Echt umständlich, nur für so zwei Sätmasken. Ja. Und hier sind ja schon sehr viele Gegengifte drin. Mach ich nochmal ein Häutemesser, ne? Ja, ich habe so ein einfaches Stahlhäutemesser. Und du hast ein Häutemesser, dann muss ich ja kein zweites Häutemesser machen. Ich weiß ja nicht, wie kompliziert es jetzt ist, Stahlhäutemesser zu machen. Nicht kompliziert. Wenn ich es gelernt habe. Da ist Sichel. Muss ich nochmal neu lernen. So, komm mit, Carsten. Fleischer. Ah, ich muss oben die Masken verbrauchen. Die Herzen verbrauchen und sind die Müll. Wenn ich zu lange warte. Naja, du musst ja rein theoretisch. Ach, ich habe ein gehärtetes Stahl ab heute messen. Theoretisch musst du ja sowieso das Gegengift machen, weil du da diese Dinger... Ach so, ach, du brauchst das. Ich habe Herzen. So, ich brauche jetzt die... Du brauchst eine leichte Helmpanzerung. Genau, aber wir können ja nur diese perfektionierte leichte Helmpanzerung bauen. Warum auch immer. Und, ach, und da brauchen wir Katze. Ja, das macht's alles irgendwie komplizierter. Wo bin ich jetzt gerade durcheinander?
Ja, 6 Katzenfell, aber es ist dann die perfektionierte. Ich würde aber mir am liebsten nur die leichte Helmpanzer. Ja, dann lass uns doch erstmal in den Dschungel gehen. Nee, die Idee ist jetzt einfach, macht der Typ das jetzt kompliziert oder macht es die Werkbank kompliziert? Da gibt es eine einfache Werkbank? Ja, wir haben nicht die verbesserte Werkbank. Doch. Hä? Doch. Das ist die verbesserte Werkbank. Ja, wir brauchen nicht die verbesserte vielleicht. Verstehst du? Warte, das können wir leicht überprüfen. Hast du noch eine? Si, si, claro. Ich hab die ja nicht weggeworfen. Weil jetzt die Seetmaske ist jetzt nicht so wichtig, also es, Ich sehe gerade, ich habe auch noch eine, die ich reparieren könnte. Ach, schau an, hier sind die ganzen anderen Sachen. Aha, und hier kostet es wirklich nur 10 Tierhaut und 3 Zwirn. Dann brauche ich jetzt nicht extra los, um da irgendwelche Miezenkatzen zu töten. Gut, dass ich die nicht zerstört, sondern nur abgebaut das habe. Das ist hervorragend. Meine Güte. Weil wir hatten ja die alte nicht mehr benutzen müssen, weil ja die verbesserte konnte ja alles. Ja, ja. Haben die jetzt irgendwie wieder geändert. Aber gut zu wissen. Boah. Immer diese scheiß Updates. Aber gut, dass wir das geklärt haben. Gut, dass du gesagt hast, wir brauchen die normal. Ja, weil dafür jetzt extra in den Dschungel, nur um ein paar Miezekatzen zu töten. Ja. Dann kann ich mir auch nochmal einen Helm und Schuhe und Armschutz machen. Ja, die Klamotten. Brauche ich Nashornhaut. Da sind auch meine Klamotten drin. Die Vanya-Rüstung war das. Aber dann kann ich mir die Vanya-Klamotten wieder machen. Scheiß der Hund drauf, ob die perfekt sind. Also ich arbeite schon an den epischen Sachen. An den was? Ich arbeite schon an den epischen Sachen, weil die sind einfach besser. Ja, aber ich brauche erstmal überhaupt wieder eine Rüstung. Muss ja nicht gleich eine epische sein. Ja, ich habe jetzt 2 Sachen, die sind episch und den Rest mache ich jetzt halt auch billig. So, was wollte ich machen? Ja, das. Ah, ich habe nicht genügend Nashorn. Der Nashorn ist ja um die Ecke, den kannst du ja wohl schnell töten. Ja, da muss ich mir jetzt aber erstmal wieder Waffen machen. Ach nee, ich habe ja Waffen. Rittersporn, du kommst mit. Ich habe ein Häutemesser, dann gehe ich jetzt Nashorn jagen. So, und ich glaube, wir machen jetzt nochmal einen Break, weil ich glaube, die Folge geht schon wieder eine halbe Stunde. Ja, okay. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall weiter mit diesen einfachen Rüstungsteilen erstmal als mit den erweiterten. Gut, ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Hoffe ich wirklich. Ja, wir hoffen, dass wir dann auch demnächst wirklich so weit sind, dass wir nochmal in die Stadt gehen, dass wir da unser Dämonenblut holen, dass wir dann auch endlich einen Kartenraum bauen. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht machen wir es auch offscreen so ein bisschen, dass wir da dann noch. Also offscreen machen wir erstmal die Rüstungen. Also genau, ihr habt jetzt zweimal Gold, 2 Folgen gesehen, wie wir jetzt hier rumpimmeln für die Rüstungen. Das möchte ich euch jetzt nicht nochmal ein drittes Mal antun. Das reicht jetzt mal. Jetzt machen wir erstmal eine Ruhe Rüstung im Offscreen und nächstes Mal geht's dann zusammen in alter Manier in die, wie hieß die Stadt nochmal? Ich lern's nicht. Verlorene Stadt, verlassene, whatever, I don't verlassene care, Untote, Schlüpferkönigstadt. Ich nenne sie jetzt Schlüpferkönigstadt. Schlüpferkönig kann ich mir merken, okay. Das ist eingebrannt im Hirn. Schlüpferking. Oh, ich ja auch schon. Cooler Name, besser als der Tiger King. Gut, dann, ups, das ist Windows. Haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao. Macht's gut. Scheiße.